In diesem Video zeige ich dir 12 Burlesque-Bewegungen. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit, für mehr Selbstbewusstsein und Lebensfreude. Abonniere gerne meinen Kanal, um keines meiner Videos zu verpassen. Ja, und heute jetzt hier in diesem Video zeige ich dir die Burlesque-Grundbewegungen. Ich erkläre sie dir ganz einfach Schritt für Schritt und du kannst sie direkt mitmachen, wenn du möchtest. Okay, dann fangen wir auch schon an. Für die Grundhaltung nimmst du erstmal beide Füße zusammen und drehst dich 45 Grad nach außen. Also dass jetzt deine Fußspitzen so diagonal in die Ecke des Zimmers zeigen. Den äußeren Fuß stellst du jetzt auf. Der äußere Fuß ist der, der zum Publikum zeigt. Und jetzt hast du hier eine schöne Silhouette, eine Kurve, eine Eieruhrfigur. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Das bedeutet, du fällst hier nicht so zusammen, sondern lässt hier die Sonne scheinen. Dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Und jetzt packst du beide Hände in die Hüfte. Tada! Und das ist die Burlesque-Grundpose. Du kannst das Ganze jetzt noch ein bisschen variieren, indem du hier einfach mal so wackelst. Eins, zwei, drei, vier. Für die Pose nimmst du wieder eine elegante Haltung ein. Also zum Beispiel kannst du hier wieder ein Bein etwas anwinkeln und packst beide Hände in die Hüfte. Und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst jetzt einen Arm nach oben nehmen. Tada! Jetzt nimmst du den Arm wieder runter. Die zweite Möglichkeit ist, du nimmst beide Arme nacheinander nach oben. Erster Arm. Bevor wir gleich mit dem Video weitermachen, hier eine kurze Unterbrechung. Du weißt, dass du dir mit Burlesque etwas Gutes tun wirst. Dein Körpergefühl wird sich verbessern und insgesamt kannst du damit glücklicher, strahlender und selbstbewusster werden. Aber jedes Mal, wenn du anfangen möchtest, denkst du dir, oh, ich traue mich das gar nicht richtig, das sieht bei mir alles blöd aus und ich kann gar nicht tanzen. Vielleicht hast du das eine oder andere Mal auch schon angefangen, Burlesque zu tanzen, aber jedes Mal lässt du es einfach wieder bleiben und denkst dir, ach, beim nächsten Mal. Weißt du was? Ich kenne das Problem und ich habe die Lösung für dich. Und zwar mein wöchentlicher Burlesque-Online-Kurs Feier dein Frausein. In diesem Kurs zeige ich dir alle Burlesque-Grundbewegungen und erkläre sie dir Schritt für Schritt, dass du sie ganz einfach nachtanzen kannst. Wir werden eine kleine Burlesque-Tanzkombination tanzen, die einfach glücklich macht und Lebensfreude weckt. Und insgesamt wirst du damit ein super Körpergefühl bekommen und dich einfach selbstbewusster, sinnlicher, schöner fühlen und von innen heraus strahlen. Ja, melde dich einfach an hier unter dieser E-Mail-Adresse. Ich freue mich riesig, dich in meinem Kurs zu sehen. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Zweiter Arm. Tada! Und die dritte Möglichkeit ist, du nimmst beide Arme gleichzeitig nach oben. Also, achte bei egal welcher Möglichkeit immer darauf, dass deine Schultern unten bleiben. Also, dass deine Schultern hier nicht hoch zu den Ohren kommen, obwohl deine Arme oben sind. Also, Schultern bleiben unten. Und deine Hände sind schön gestreckt, die Finger schön lang, lächle. Und halte jede Pose für ungefähr 3 Sekunden. Stell dir wirklich vor, jemand schießt ein Foto von dir. Und diese Posen kannst du wirklich immer verwenden. Ja, also immer, ja, nach jeder Bewegung, ja, kannst du eine Burlesque-Pose verwenden. Das sieht immer gut aus. Die Bumps, eine schnelle, zackige Bewegung. Dafür wirfst du jetzt deine Hüfte von Seite zu Seite. Also rechts, links, rechts, links. Du kannst dir wirklich vorstellen, du feuerst hier mit deiner Hüfte so Pfeile schräg hoch
zur Decke ab. Das ist so die Idee der Bewegung. Die kannst du richtig schön mit Schmackes und mit Schwung machen. Also nochmal. Rechts, links, rechts, links. Und jetzt doppelt. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Die Grinds sind eine schön weich geschmeidige Bewegung. Diese Bewegung. Und für diese Bewegung stellst du dir vor, du hast hier zwei Stifte an deiner Hüfte und du malst jetzt mit diesen Stiften eine 8 auf den Boden. Also, das ist die Idee der Bewegung. Und um diese Bewegung, also diese Grinds, jetzt noch weich, geschmeidig, fließender zu bekommen, kannst du dir vorstellen, du hast Wasser in deiner Hüfte. Du kannst auch mit dieser Bewegung ein bisschen spielen, indem du sie ein bisschen kleiner machst. Also jetzt ist die 8, die du auf den Boden malst, ganz, ganz klein. Und du kannst diese Bewegung auch ganz groß machen, indem du ganz große 8 auf den Boden malst. Und dafür nimmst du deine Füße etwas mehr auseinander. Der kleine Hüftkreis ist ebenfalls eine weich geschmeidige Bewegung, und zwar diese hier. Hier machst du wirklich so einen ganz kleinen inneren Kreis, also die Bewegung ist wirklich klein und weich geschmeidig. Du kannst dir vorstellen, dass du hier so ja, wie mit einem Mörser etwas ja, zermörserst. Genau. Und auch hier kannst du dir vorstellen, du hast Wasser in der Hüfte. Jetzt kannst du mal die Richtung wechseln und das mal zur anderen Seite kreisen. Und du wirst feststellen, eine Seite geht etwas einfacher als die andere. Das ist meistens so. Und jetzt wechseln wir nochmal die Richtung. Du kannst mit dieser Bewegung auch variieren, indem du ein Bein aufstellst und dann weiter diese Kreise machst. Die nächste Bewegung ist der Shimmy, also dieses schnelle Hüftgewackle. Und für dieses Hüftgewackle nimmst du deine Füße ungefähr hüftgelenksbreit auseinander, gehst ein bisschen in die Knie und beugst jetzt deine Knie abwechselnd vor und zurück. Das ist die ganze Bewegung und das ist jetzt schon ein Zeitlupe-Shimmy. Währenddessen du deine Knie abwechselnd vor und zurück beugst, bewegt sich dabei deine Hüfte auf und ab. Also immer das Knie, was gebeugt ist, auf der Seite ist die Hüfte unten und auf der Seite, wo das Knie gerade ist, ist die Hüfte oben. Jetzt wechseln, jetzt ist das Bein gebeugt, die Hüfte unten, das Bein gerade, die Hüfte oben. Und das ist die ganze Bewegung. Ja, das ist kein Hexenwerk, aber man muss es ein bisschen üben. Und es ist wichtig, oder empfehlenswert, das wirklich so langsam in Zeitlupe zu üben, immer gleichmäßig die Knie zu bewegen. Und damit bewegt sich deine Hüfte auf und ab. Und dann kannst du das Ganze irgendwann schneller machen. Und schneller heißt, du beugst deine Knie schneller vor und zurück. Und wichtig ist, dass du dabei deine Schulter stillhältst. Also versuch hier nicht irgendwie so ein Gewackle oder weiß ich nicht, sondern dein Oberkörper bleibt dabei still. Der Schulterschimmy. Für den Schulterschimmy stellst du dich wieder gerade hin und du kannst den Schulterschimmy üben, indem du deinen Oberkörper abwechselnd von Seite zu Seite drehst. Also rechts, links, stell dir vor, du hast hier wie so eine Lampe, die nach vorne leuchtet und die leuchtet immer so abwechselnd in die Ecken des Zimmers. Rechts, links, das ist die ganze Bewegung und jetzt legst du deine Hände auf ein Wolkenkissen ab und machst diese Bewegung schneller. Je schneller die Bewegung ist, desto kleiner ist sie. Aber sie ist nichts weiter als den Oberkörper von Seite zu Seite drehen.
Und achte dabei darauf, dass deine Hände schön aussehen. Also nicht hier so eine Fäuste, das ist kein schöner Schulterschemie, sondern leg deine Hände auf ein Wolkenkissen ab und dreh deinen Oberkörper von Seite zu Seite. Eine weitere Bewegung ist der sogenannte Schulterwirbel. Für diese Bewegung drehst du deine Schultern in großen Bewegungen nach hinten. Ja, strecke deine Arme, deine Handflächen zeigen zum Boden und jetzt drehst du sie so versetzt voneinander nach hinten in großen Kreisen. Du kannst dir auch hier vorstellen, Wasser in deiner Schulter zu haben, damit die Schulterbewegung noch geschmeidiger wird. Du kannst dich dabei so ein bisschen zur Seite drehen und nur mal eine Schulter drehen, zur anderen Seite. Genau. Das ist eine sehr kokette Bewegung, mit der du wirklich ein bisschen spielen kannst. Um unser Bein zu streicheln, streckst du jetzt ein Bein nach außen. Achte dabei darauf, dass es schön gestreckt ist und hier nicht so zusammenfällt und dass auch der Fuß nicht so aussieht, sondern gestreckt und gerade. Jetzt packst du eine Hand in die Hüfte und mit der anderen Hand streichelst du jetzt dein Bein. Wenn du dein Bein streichelst und so nach unten gehst, achte auf folgende Dinge. Und zwar, lass dein Bauch eingezogen, dein Rücken gerade und hier aus deinem Dekolleté scheint trotzdem die Sonne. Also fall dir nicht so in dich zusammen, sondern bleib hier schön elegant. Ja, also kannst das Ganze auch mal variieren, indem du so mit deinen Fingern hier so lang krabbel, 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 krabbel. Der Burlesque-Tanzschritt, das ist eine gute Möglichkeit, um dich von A nach B zu bewegen. Und dafür legst du deine Hände auf ein Wolkenkissen ab, streckst ein Bein nach außen. Wie gesagt, erinnere dich, Bein schön gerade und Fuß auch schön gestreckt, also nicht sowas hier. Also Bein nach außen strecken, Schritt nach vorne, anderes Bein nach außen strecken, Schritt nach vorne, Bein nach außen strecken, Schritt, Bein und Schritt. Und das Ganze jetzt wieder zurück. Bein nach außen strecken, Schritt zurück. Ein weiterer Tanzschritt ist der sogenannte Kreuzschritt. Und dafür gehst du einen Schritt zur Seite, Kreuz, einen Schritt zur Seite und wieder ran. Und das Ganze jetzt wieder zurück. Schritt zur Seite, Kreuz, Schritt zur Seite und ran. Stell dir vor, auf dem Boden ist hier eine Linie gezeichnet und auf dieser imaginären Linie läufst du lang. Für eine Drehung stellst du dir wieder eine imaginäre Linie auf dem Boden vor, auf der du dich jetzt lang drehst. Und du gehst jetzt einen Schritt, drehen, drehen, Schritt und jetzt wieder zurück. Schritt, drehen, drehen, Schritt. Ja, das kannst du wirklich kombinieren mit so kleinen Burlesque-Bewegungen, zum Beispiel drehen. Schulterschimmie, drehen, Schimmie. Das waren die Burlesque-Tanzbewegungen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, deine Goldminka.